Ja, hallo Filmtoast Community. Filmtoast hat mich gefragt, ob ich nicht mal Bock hätte, ein Splatter-Ranking zu machen. Und ich habe mich natürlich nicht scheuen lassen, das zu tun. Und hier kommen meine Top 15. So, und bevor wir jetzt zu dem Splatter-Ranking kommen, habe ich noch einmal kurz die Info, dass ich auch ein Gewinnspiel am Ende des Videos habe. Also bleibt da auf jeden Fall dran und guckt euch das an. Macht mit. Seid interaktiv. Viel Spaß damit. Noch kurz vorher ein paar einleitende Worte. Das ist hier nur mein persönliches Ranking. Teilt mir doch selber mit, welche Horrorfilme ihr so präferiert und wir legen mal los. Das Splatter-Genre ist ja insgesamt schon so alt wie der Film selbst. In den 1950ern haben die Hammer Studios das erste Mal gewagt, in Frankensteins Fluch und Dracula abgetrennte Gliedmaßen zu zeigen. Das hat damals für sehr viel Kritik gesorgt und es hat dann auch erst Jahre später wieder jemanden gegeben, der es komplett auf die Spitze getrieben hat. Das war Herschel Gordon Lewis mit seinem Blood Feast Splatter-Film, der allererste Splatter-Film der Filmgeschichte 1963, wurde natürlich sofort beschlagnahmt und verboten und so weiter und so weiter. Das Geschrei war groß und es hat 5 Jahre lang gedauert, bis ein junger Filmemacher namens George A. Romero 1968 mit seinem apokalyptischen, nihilistischen Werk Night of the Living Dead Filmgeschichte geschrieben hat. Und dann ging das natürlich immer so weiter und immer so weiter. Da hatten wir die 70er Jahre, da war das Terrorkino geboren. Da gab es Filme wie Texas Chainsaw Massacre, The Last House on the Left. Doch ein Film aus Amerika änderte das alles. Das war nämlich George A. Romeros Dawn of the Dead. Dieser Film entfachte in Europa eine Welle von Splatter-Filmen. Und dann gab es in den 80er Jahren ja den Videomarkt, der sich dann plötzlich etablierte. Und so wurde uns ganz viele Serienkiller geboten, ganz viele Splatter-Horror-Produktionen. Dann kam Freddy Krueger, dann kam Jason und Halloween. Halloween feierte ja bereits in den 70ern sein Debüt, aber erst in den 80ern wurde es ziemlich blutig in der Reihe. Und dann ging das immer so weiter in den 90ern. War es tendenziell eher so ein bisschen unblutiger. Da gab es dann eher so Teenie-Slasher wie Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast, Düstere Legenden oder Scream. Aber auch da gibt es natürlich Ausnahmen, denn 1992 brachte uns ein Mann namens Peter Jackson, ja genau, der Peter Jackson, von dem auch Herr der Ringe ist, einer der blutigsten Filme überhaupt. Die Rede ist natürlich von Braindead, ein sehr spaßiger Fun-Splatter-Film, der ein oder andere kennt ihn natürlich bereits. Und auch so Hybrid-Dinge aus Sci-Fi, Horror, Splatter und Thriller kamen natürlich groß auf den Markt. Da kann man Starship Troopers nennen, Das Schweigen der Lämmer oder auch so ein Event Horizon zum Beispiel, wobei da der sehr blutige Schnitt ja als verschollen gilt leider. Und in den Anfang der 2000er war es dann soweit, dass das ganze Genre irgendwie am Scheideweg stand. Es gab nichts Neues mehr, eher so unterdurchschnittliche Produktion. Und dann hatte man plötzlich die Idee, dass man einfach die Blutfontänen wieder aufdreht, weil das hatte ja in den 80ern bereits ganz gut geklappt. Und plötzlich kamen die ganzen Remakes, die guten Remakes, wie Texas Chainsaw, Dawn of the Dead, Hills Have Eyes, aber auch so ein eigener Backwoods-Slasher wie Wrong Turn zum Beispiel. Genug gequatscht. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem Ranking. Jetzt geht's los. Auf Platz 15 haben wir einen recht neuen Streifen. Das ist Project Wolf Hunting. Hier zu meiner Rechten im Mediabook erhältlich. Da geht es darum, dass Verbrecher sich in ihren Zellen in einem Schiff befreien und starten eine verdammt blutige Revolte gegen die Polizisten. Was sich erst wie ein Thriller anfühlt, entwickelt sich dann hinterher zu so einem absoluten Genre-Clash. Wir haben hier einen wilden Mix aus Con Air und Predator. Ziemlich blutig, der lohnt sich auf jeden Fall mal reinzugucken. Und weiter geht's mit Platz 14. Sagt euch der Name Isaac Clarke was oder USG Ishimura? Die Gamer wissen bestimmt Bescheid. Es handelt sich hierbei natürlich um das Prequel zum absolut geilen Sci-Fi-Survival-Game aus dem Hause EA. Dead Space ist ein Zeichentrickfilm, ein Animationsfilm, der sehr, sehr blutig ist und die Vorgeschichte zu dem havarierten Schiff erzählt, was es mit diesem außerirdischen Artefakt auf sich hat. Ist auf jeden Fall nur was für Liebhaber des Games, da die Zeichnungen tatsächlich eher unterdurchschnittlich sind. Es ist einfach ein schnell produzierter Zeichentrickfilm. Macht aber auf jeden Fall Bock und Spaß. Den solltet ihr euch unbedingt mal angucken. Habt den mal auf dem Schirm. Kommen wir nun zu Platz 13.
Found. Mein Bruder ist ein Serienkiller. Das ist ein Coming-of-Age-Film gepaart mit Splatter. Absolut großartig. Es geht um den 12-jährigen Marty, der ein Außenseiter ist, von seinen Eltern vernachlässigt wird und zu Hause zurückgezogen im Zimmer lebt, Superhelden-Comics malt und Horrorfilme schaut. Und ganz plötzlich findet er im Wandschrank seines Bruders einen abgetrennten Kopf und dann findet der Bruder es heraus, was dann natürlich auch Folgen hat für die ganze Familie. Absolut empfehlenswert. Weiter geht's mit Platz 12. Wir haben hier einen türkischen Streifen und der heißt Başkin. In diesem Film geht es um eine Gruppe von Polizisten, die nachts zu einer Verstärkungsaktion gerufen werden. Sie gehen ins Haus rein, finden die Beamten nicht, die um Hilfe gerufen haben und sind dann leider Ehrengäste einer schwarzen Messe. Dieser Film ist absolut blutig und ziemlich hart. Weiter geht's mit Platz 11 und da geht's jetzt ab in den hohen Norden. Wir haben hier einen norwegischen Slasher. Der Film heißt Cold Prey Teil 2. Den solltet ihr vielleicht kennen oder wenn noch nicht, dann auf jeden Fall angucken, denn das ist die Fortsetzung zum sehr guten Cold Prey 1. Der Film knüpft nahtlos an den ersten Teil, was mich auch sehr an Halloween 1 und 2 aus den Originalteilen erinnert, sowie dass der Fakt, dass der zweite Teil von Cold Prey ebenfalls wie Halloween 2 auch im Krankenhaus spielt. Dieser Film ist absolut großartig. Und weiter geht's mit Platz 10. Ja, und jetzt kommen wir zu einer Romanverfilmung. Ihr seht schon, ich bin hier auch ein kleiner Lovecraft-Enthusiast und da muss es natürlich auch einen Film geben in meinen Top 15. Und das ist jetzt, glaube ich, eher so ein Guilty Pleasure, weil ich glaube, viele würden sagen, dass es eher eine Gurke ist. Ich finde ihn aber grandios, denn die Rede ist von Dagon. Den habe ich hier zu meiner Linken. Müsst ihr euch unbedingt mal angucken. Der Film hat absolut schlechte CGI-Effekte, aber dafür handgemachte, richtig derbe Gore-Szenen. Der muss man uncut gesehen haben. Der Film ist von Stuart Gordon, der uns bereits H.P. Lovecraft-Verfilmungen wie Reanimator gegeben hat und From Beyond. Absolut großartig, eine bedrohliche Atmosphäre. Die Inselbewohner sind richtig groteske Wesen. Das macht einfach absolut Spaß. Ja, wir kommen zu Platz 9 und jetzt wird es interessant, denn jetzt kommt endlich mal einer der Franzosen, die auch Anfang der 2000er dann neben Wrong Turn und so weiter eine absolute Terrorwelle ausgelöst haben. Hier natürlich auf Platz 9, die Rede ist von High Tension, der jetzt endlich rehabilitiert ist und uns bald ungekürzt ab 18 Jahren hier in Deutschland erreicht. Ich glaube, mehr muss ich zu dem Film einfach nicht sagen. Wir kommen jetzt zu Platz 8. Und da habe ich auch wieder was ganz Interessantes für euch, denn die Rede ist von The Void. The Void wurde damals 2016 produziert. Dieser Film ist auf jeden Fall ein audiovisueller Trip in die Hölle, bei dem sich ein paar Handvoll Menschen in einer zentralen Notaufnahme treffen. Es kommen maskierte Typen vorbei und irgendwie kommt dann das eine zum anderen. Der Film ist auf jeden Fall eine Hommage auch an die 70er Jahre, angelehnt an Halloween, das Ding aus einer anderen Welt. Unglaublich spannende, tolle, handgemachte Effekte und der Film schert sich nicht darum, ob der Zuschauer mitkommt. Dieser Film ist sowas von geisteskrank und sowas von zu empfehlen. Habt da Spaß mit. Der Film ist auch ungekürzt ab 16 Jahren freigegeben, ist ziemlich zeigefreudig dafür, deswegen den könnt ihr euch ruhig geben. So, wir kommen zu Platz 7 und wir hatten ja schon einen Film von Aya. Und jetzt geht es um sein US-Regiedebüt. Die Rede ist natürlich vom Remake The Hills Have Eyes. Nach High Tension hatte Aya ja schon bereits ein paar Gore-Fans für sich gewonnen. Und als es dann hieß, er dreht ein Remake, waren natürlich die Erwartungen hoch. Sie wurden sowas von übertroffen. Dieser Film ist so viel besser als das Original. Viel blutiger, viel kompromissloser und fieser und dreckiger. Der Film geht total ab. Allein der Auftakt ist wie ein Schlag ins Gesicht und der lohnt sich auf jeden Fall, ist aber auch nicht geeignet für so Gelegenheits-Blockbuster-Schauer. Das hier ist so viel kompromissloser und schwer konsumierbar für den 0815-Zuschauer. Das ist wirklich nur für Gore-Fans geeignet, eine absolute Gourmet-Schlachtplatte. Und weiter geht's mit dem 6. Platz. Hier sind wir schon wieder in Norwegen. Meine Güte, die haben es aber richtig drauf, die Norweger. Top 15. Jetzt geht's auf Platz 6 um Tommy Wirkolas Dead Snow 2.
Der erste Teil war ja bereits absolut super. Ein paar Medizinstudenten, die in einer Hütte einen Schatz finden und seitdem dann von Nazi-Zombies gejagt werden. Der zweite Teil ist nochmal deutlich spaßiger, deutlich lustiger. Dem ist überhaupt nichts mehr heilig. Der dreht die Blutfontänen auf. Der ist absolut schräg und bizarr und urkomisch. Man lacht sich kaputt. Das ist neben Braindead einer der besten Fun-Splatter, die jemals gedreht worden sind. Und ja, hab viel Spaß damit. Und wir kommen zu Platz 5. Und jetzt wird richtig getanzt. Die Rede ist natürlich von Evil Dead. Ich hatte absolute Schwierigkeiten, mich da auf einen Teil festzulegen, denn mir gefallen sowohl die spaßigen Teile als auch die bluternsten Teile. Ich habe lange Zeit hin und her überlegt, hatte dann erst zwei Teile in der Liste, dachte aber, ach nee, es muss auch so ein bisschen Abwechslung rein und habe mich dann auf Evil Dead, ein Remake von 2013, festgelegt. Hier vorne zu sehen im Extended Cut, 5 Minuten längere Fassung. Ich saß damals 2013 im Kino, hatte keine hohen Erwartungen, als ich gehört habe, dass es ein Remake, Reboot, Prequel, was auch immer geben sollte, und wurde sowas von weggeblasen in der Vorführung. Meine Güte, ich glaube, ich war in 2 Wochen 3-mal in diesem Film und musste da immer wieder ins Kino rein, immer wieder mit anderen Freunden. Der ist sowas von abgefahren und blutig, und den gibt es auch überall auf DVD, Blu-ray und im Stream. Mehr muss ich, glaube ich, nicht dazu sagen. So, weiter geht's mit Platz 4. Und okay, jetzt wird's richtig trashig. Jetzt kommt die absolute Trash-Granate. Ihr seid vorgewarnt. Okay, also 1980 kam ein kleiner Horrorfilm auf die Welt und der uns Jahrzehnte später immer noch Teile ablieferte. Die waren qualitativ doch sehr schwankend, aber irgendwie immer recht unterhaltsam. Die Reihe heißt natürlich Freitag der 13. So, und ich habe mir überlegt, okay, welcher Teil kommt hier jetzt rein? Und ich habe mich für Jason X, Jason Part 10 entschieden. Hier drüben im Mediabook. Dieser Film ist sowas von abgedreht und verrückt und dumm und dämlich. Und der weiß das. Und genau darauf spielt er auch aus. Ich glaube, zur Jahrtausendwende, irgendwie die späte 90er, frühen 2000er, musste irgendwie jede Horrorfilmreihe im Weltall spielen. Kann das sein? Hellraiser 4, Leprechaun 4 und Jason Part 10. Ja, und das ist der absolut Beste. Der ist sowas von abgedreht und krank. Viel Spaß damit. Der ist mittlerweile auch uncut. Und bevor wir zu dem Platz 3 kommen, blende ich euch jetzt noch mal ein paar Filme ein, die es knapp nicht in die Liste geschafft haben. Da sind auch zum Teil Klassiker dabei, die man jetzt vielleicht in den Top 3 erwartet hätte. Die habe ich aber irgendwann mal tot geguckt, und nachdem ich sie jetzt gesehen hatte, habe ich gedacht, ah, aber der ist besser und der gefällt mir gerade lieber. Ich glaube, das ist gerade eine Momentaufnahme, die erwähne ich aber trotzdem jetzt hier mal mit. Und ja, wir machen weiter mit den Top 3. Apropos, wir haben ja gerade von Hellraiser gesprochen. Wir kommen jetzt mal zu den Top 3. Und auf Platz 3 ist der beste und blutigste Teil der Reihe. Und man kann es vielleicht nicht übersehen, aber die Rede ist natürlich von Hellbound, Hellraiser Part 2 aus dem Jahr 1988. Der erste Teil ist natürlich zu Recht ein absoluter Kultklassiker, ebenfalls mit sehr blutigen Szenen. Aber ich finde, der zweite Teil treibt es da nochmal deutlich auf die Spitze. Wir haben hier eine viel, viel verrücktere Welt. Wir haben hier wieder Kirstie aus dem ersten Teil, die wieder in die Welt der Zenobiten geworfen wird. Kurzum, ein Psychiater erforscht die Hölle. Darum geht es einfach in dem Film. Das sagt schon irgendwie alles. Absolut geisteskrank, richtig gut. Mir gefällt auch das Duell zwischen dem Psychiater und Pinhead, und auch cool, dass die Zenobiten und Pinhead eine eigene Background-Story bekommen. Das macht den Film absolut sehenswert. Habe ich hier als Trilogie in einer schicken Box zusammen. Die sind alle stark, die ersten drei Teile. Der vierte ist so ein Guilty Pleasure, glaube ich auch, aber der zweite gehört ganz klar ganz weit nach vorne. Und ja, jetzt geht's weiter mit Platz 2. Ja, und was soll ich sagen? Jetzt befinden wir uns im asiatischen Raum. Denn sowohl die Thailänder, Chinesen und Japaner wissen zu Recht, wie man absolut erbarmungslos über die Leinwände mordet. Das haben sie seit den frühen 80ern schon bewiesen. Sei es Dream Home, Untold Story, Red to Kill, Grotesque oder All Night Long, Meat Grinder oder Ishii the Killer. Und jetzt hat es ein Film endlich geschafft, rehabilitiert zu werden und komplett uncut in Deutschland rauszukommen. Und die Rede ist natürlich von Ebola-Syndrom.
Zu der Story muss ich, glaube ich, nicht viel sagen. Die ist wahrscheinlich bekannt. Ein grobschlächtiger Sexualstraftäter, der sich mit Ebola infiziert und auf zwei Kontinenten ein absolutes Massaker anrichtet. Ja, und ich habe da auch noch ein schönes Gewinnspiel für euch, denn Bush Media Group war so nett und hat mir ein schönes Paket hier geschnürt. Zeige ich euch gleich, was ihr dafür tun müsst und was es überhaupt zu gewinnen gibt. Also bleibt noch dran, denn jetzt kommt der erste Platz. Also jetzt kommen wir zu Platz 1 und die Entscheidung fiel mir absolut schwer. Ich habe ewig überlegt, hin und her und hü und hott, habe viele Titel aussortiert. Die Liste war wirklich ellenlang. Ich habe 40, 50 Titel aufgeschrieben, aber nur einer kommt für Platz 1 natürlich in Frage und das ist George Romeros Dawn of the Dead. Das ist natürlich kein typischer Splatter-Film, es ist mehr ein Horror mit Splatter-Elementen, aber dieser Film ist sowas von großartig, ein absoluter Meilenstein, unübertroffener Zombie-Splatter-Film und seit 2020 endlich in Deutschland rehabilitiert, nachdem er jahrelang indiziert und verboten war, endlich uncut ab 18 Jahren erhältlich, überall im Stream, im Shop und so weiter. Schaut euch den unbedingt an, aber ich glaube, es gibt kaum einen Menschen, der den noch nicht gesehen hat bisher. Es gibt ultra viele Horrorfilme, die sich daran anlehnen, die ihn zitieren oder einfach einen billigen Abklatsch davon machen. Aber dieser Film bleibt bis heute unerreicht, obwohl er aus den 70er Jahren ist. So, das war meine Top 15. Ja, und ich habe ja noch ein Gewinnspiel für euch. Ihr dürft jetzt gerne einmal gucken, was ich da für euch vorbereitet habe. So, denn es gibt hier sowohl Blu-rays als auch DVDs zu gewinnen. 6 Stück insgesamt. Wir haben hier, wir gehen mal gerade durch. Wir haben Ebola-Syndrom, wir haben What the Waters Left Behind und Yummy von Bush Media. Absolut Wahnsinn. Vielen Dank für dieses Paket übrigens. Guckt euch mal deren Internetseite an, abonniert deren Kanal, abonniert unseren Kanal, um immer up to date zu bleiben. Denn ich habe noch ein kleines Instagram-Gewinnspiel. Und da könnt ihr Cat Sick Blues gewinnen auf Blu-ray und DVD. Dafür müsst ihr unserer Filmtours Instagram-Seite zeigen. Das steht alles unten in der Videobox. Ihr müsst natürlich 18 sein und euer Alter bestätigen. Ihr müsst einfach kommentieren, was eure drei Lieblings-Splatter-Filme sind. Und so nehmt ihr schon dran teil. Für die ganzen Bedingungen des Gewinnspiels, da schreibe ich euch alles unten in die Box zu. Und wie gesagt, schaut bei Instagram vorbei. Das Reel geht auch bald online. Und da könnt ihr die anderen beiden Titel gewinnen. Und jetzt, ja, viel Spaß, habt euch lieb und bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dann müsst ihr bei unser Instagram zeigen, hast du gesagt, und Ach nicht so. gucken oder so. Oh, echt? Ja, ich weiß nicht. Nein, die. In einem Gigi. In einem Didi. So, weiter geht's mit Platz 11. Nochmal, das ist schon wieder. Weiter geht's mit Platz 12. So, okay.